Sie mal, sprechen Sie eigentlich 106 Sprachen? Nicht? Ich auch nicht. Wir haben Ihnen aber heute ein Gerät und ein Produkt mitgebracht, mit dem Kommunikation einfach Spaß macht. Der ideale Reisebegleiter. Und den stellt uns der Carsten heute vor. Ein fantastisches Gerät, ein Klassiker mittlerweile bei uns im Hause hier und schon mehrere hunderte Male versendet. Ein Teil, von dem ich behaupte, dass Sie es mit Sicherheit genauso dringend im Urlaub brauchen werden wie Ihren Reisepass. Oder vielleicht auch mal das ein oder andere Scheinchen Bargeld in der Tasche. Denn dieser kleine Generalübersetzer kann in 106 Sprachen ganz einfach Ihre Kommunikationsprobleme lösen. Ganz egal, ob das von Deutsch auf Englisch, von Deutsch auf Spanisch, von Deutsch auf Chinesisch, auf Portugiesisch oder sonst irgendwas ist. Und das kann er eben nicht nur in die entsprechende Landessprache. Das kann er natürlich auch andersherum. Das heißt, wenn Kommunikation schwierig ist und man nicht unbedingt mit Händen und Füßen oder mit Bildchen versuchen möchte, sich irgendwie verständlich zu machen, ist das ein fantastisches Gerät. Das möchte ich ganz gerne mal kurz vorführen, damit man in etwa weiß, wie das funktionieren kann. Gerne. Ganz einfach mal von Deutsch auf Englisch. Vielleicht kann es der ein oder andere dann besser nachvollziehen. Bei Spanisch und Italienisch oder Portugiesisch wird es ein bisschen schwierig. Versuchen wir es ganz einfach mal. Guten Tag. Können Sie mir sagen, wie ich den Flughafen finde? Ich habe es gerade ein bisschen vernuschelt, aber... Hello, can you tell me how to find your airport? Ja. Okay, so, jetzt haben wir das Ganze, jetzt die Frage gestellt, können Sie mir sagen, wie ich den Flughafen finde? Und jetzt versuchen wir das Ganze ganz einfach mal auf Englisch und das wird dann auf Deutsch übersetzt. Das heißt, Sie können Ihrem Gegenüber gerne diesen Sprachübersetzer in die Hand drücken. Und jetzt versuchen wir es ganz einfach mal. You just have to walk straight on and after 1 kilometer turn left and there you are. Sie müssen nur geradeaus gehen. Und nach 1 Kilometer links abbiegen. Hm. Und da sind Sie. Tada. So, ja, da wissen wir zumindest, wie wir zum Flughafen kommen. Ja. Wichtig ist mir zu erwähnen, dass man natürlich jetzt hier nicht guten Tag, wissen Sie, wie spät es ist, so kommunizieren muss, sondern ganz einfach spricht, wie man eben normalerweise ausspricht. Und ich glaube, diese Kommunikationsform ist etwas ganz Besonderes. Bist du schon mal in einem Hotel gewesen, wo mal irgendwas nicht so funktioniert hat, wie du es gebucht hast? Ja, also ich erinnere mich tatsächlich an einen Zeitpunkt, als ich im Hotel war und Probleme mit der Speisekarte zum Beispiel hatte. Ja, ja. Und saß ich dann im Hotelrestaurant und habe mir überlegt, was ist das jetzt überhaupt? Ne? Das war dann natürlich ein bisschen schwierig. Ich möchte natürlich auch schon wissen, welchen Fisch bestelle ich mir da tatsächlich? Ja, ganz genau. Genau. So, wir hatten die Diskussion vor der Sendung übrigens mit einer Kollegin, die war in Dänemark. Und man sollte eigentlich meinen, Dänemark ist relativ nah an Deutschland dran. Sie sagte in so einem, ja, wie hat sie es genannt, so eine Art Marktplatz oder was? Mhm. Food Market, so nennt man das, glaube ich, mit verschiedenen Speisen. Nur es war eben alles auf Dänisch, ja? Kein Englisch, kein Deutsch, kein gar nichts, auf Dänisch. Und wenn man dieser Sprache nicht mächtig ist, steht man davor und ja, kann anhand der Auslage vielleicht noch entscheiden, was ist das eigentlich. Aber mehr dann eben auch nicht. Kommen wir auf deine Problematik zurück. Mhm. Wir haben nämlich hier bei unserem Sprachübersetzer eine weitere Funktion, nicht nur in der Kommunikation, also im gesprochenen Wort. Sie können das Ganze also auch per Kamera steuern. Ja? Und diese Kamera, die wir hier haben, die ist jetzt nicht für Urlaubs-Selfies gedacht. Ich denke, da gibt es andere, komfortablere Lösungen. Die ist dafür gedacht, um eine solche Speisekarte mal zu übersetzen. Wie gut ist euer Spanisch? ¿Cómo te llamas? Okay. Maya Musindi. Sí, ay caramba. Ja, muchachos, de nachos. De donde eres, Carsten, de donde eres. Okay, also ich merke schon, das Spanisch ist deutlich besser als meins. Würde es reichen, um eine solche Speisekarte zu lesen? Nee, tatsächlich wahrscheinlich nicht. Und die Sachen, die man ableiten kann, gewisse Sachen, aber alles bei Gott nicht. Also ich habe jetzt hier mal eine spanische Speisekarte von wie heißt die? El Malecon, ist egal. Ein schönes Restaurant, ja, man sitzt da so schön gemütlich und möchte was essen und Pescado kriegt man noch hin. Ja. Ja, und so weiter, würde man noch hin. Aber Pescado a la plancha. Plancha. Ja, weiß ich nicht so wirklich. Müsste ich jetzt ganz einfach mal übersetzen. Und dafür habe ich jetzt diesen kleinen Simultanübersetzer in meiner Tasche. Und Carsten, man möchte ja auch mal was Landestypisches essen. Ja, natürlich. Nicht immer nur das klassische Schnitzel. Gerade wenn man irgendwie einen Urlaubsort fährt, dann soll das auch ein bisschen mit der Nationalität und der Mentalität in Verbundenheit stehen. Ja. So meine Meinung. Ja. So, dann mach doch mal. Dann schauen wir uns das mal an. Schnipposa kriegst du auch in Deutschland im Gasthaus. Ne? Jetzt möchte ich wissen, was heißt denn Pescado a la plancha? Verzeihen Sie mir die Aussprache. So, jetzt fotografiere ich das Ganze ab und das können wir uns mal anschauen. Jetzt rechnet quasi unser Echtzeitsprachübersetzer und hat mir schon ein Ergebnis rausgegeben. Ich habe es jetzt hier in schriftlicher Form, ich kann es aber auch antippen. Gegrillten Fisch. Ah, gegrillter Fisch. Das ja, das wäre doch schon mal eine Idee, oder? Nach meinem Geschmack. Ja, würde ich bestellen. Fisch ist super. Ja, also das ist mal eine fantastische Angelegenheit. Wie sieht es bei dir aus, Monika? Hast du schon mal in einem Hotel schlechte Erfahrungen gemacht? Das falsche Kissen oder die Dusche tut es nicht? Ja, oder? Wir hatten schon mal das falsche Zimmer mit dem falschen Ausblick.
Und das war in Griechenland, das war auch nicht ganz so einfach, das zu übersetzen. Ja. Und wenn man dafür zahlt, dann möchte man natürlich auch den richtigen Ausblick haben. Und ich finde, dafür ist es auch ganz wichtig. Was habt ihr gemacht? Runter zur Rezeption und dann? Genau, ja. Und dann haben wir versucht, irgendwie auf Englisch das hinzubekommen. Aber es hat nicht so ganz funktioniert, weil die Person konnte uns leider nicht richtig verstehen. Aber wir haben es dann irgendwann hingekriegt und wir hatten unser richtiges Zimmer dann am Ende. Das ist ja eine unangenehme Situation. Ja, man möchte sich ja jetzt auch nicht unbedingt beschweren und so weiter, aber du willst jetzt auch nicht zwei Wochen im Urlaub dann auf das verzichten, was du eigentlich gebucht hast. Nee, dann wird das nämlich kein schöner Urlaub. Also wo ich gerade auch dran denke, sind auch gerade auch ältere Menschen, die auch oft dem Englischen nicht so mächtig sind. Meine Oma zum Beispiel ist aus dem Krieg gekommen, sie spricht kein Englisch und sie reist aber noch gerne, obwohl sie schon wirklich etwas älter ist. Und da ist das natürlich ein idealer Reisebegleiter auch für ältere Leute oder die das eben nicht gelernt haben. Und selbst wir sind ja immer der Sprache nicht so mächtig, denn wir müssen auch manchmal überlegen, wir sprechen zwar Englisch, also Schulenglisch, da gehe ich mal von aus so in unserer gesamten Runde hier, aber manchmal fehlt einem Vokabeln, das ist einfach so. Ja, ja. Ne? Und da wird es mit der fließenden Kommunikation schon etwas schwierig. Ja. Ich möchte das Thema von Monika gerne nochmal aufgreifen. Ich habe jetzt hier mal von Deutsch auf Griechisch umgestellt. Ja, und jetzt gehen wir ganz einfach mal zur Rezeption, da steht einer vor dir, schlechtes Englisch, kein Deutsch und so weiter, nur comprende so ungefähr. Wie soll man einem solchen Menschen klar machen, dass es jetzt um ein falsches Zimmer geht, dass man den falschen Ausblick hat? Wenn Sie so einen Übersetzer dabei haben, funktioniert das. Guten Tag, wir haben ein Zimmer mit Meerblick gebucht, aber leider das falsche Zimmer bekommen. Können Sie uns helfen? Καλημέρα, κλείσαμε δωμάτιο με θέα στη θάλασσα, αλλά δυστυχώς πήραμε λάθος δωμάτιο. Μπορείτε να μας βοηθήσετε? Sehen Sie die Augen schon strahlen, ne? Die Männer, die freuen sich dann. Das klingt natürlich unglaublich charmant. Aber natürlich auch die Einheimischen, die freuen sich, wenn man natürlich auch landestypisch zumindest bitte danke, wie geht es Ihnen, was möchte ich bestellen, kann ich das Zimmer wechseln? Wenn man das irgendwie hinkriegt in der Landessprache, ist das natürlich unglaublich genial, ne? Wir schauen noch mal auf die Bestellnummer, und zwar sind wir da bei der NX4668 der 569 am Ende, und somit ist Ihr Urlaub tatsächlich auch gesichert. Egal wohin Sie reisen, Sie packen ihn einfach in die Reisetasche, und dazugehörig haben wir natürlich auch noch ein passendes Netzteil mitgebracht. Das ist so ein klassisches USB-Netzteil, kennt wahrscheinlich jeder, der ein Smartphone zu Hause hat. Ja, jetzt hat man aber so ein Netzteil in der Regel ja nur doch fürs Smartphone. Und insofern empfehlen wir Ihnen natürlich, weil auch der beste Akku irgendwann mal leer ist, so wird das also auch bei Ihrem Übersetzer der Fall sein, ganz einfach noch mal ein zusätzliches Netzteil zu bestellen, liegt bei 5,69 Euro. Ist Penningskram, hätten meine Eltern früher gesagt. Hast du immer mal ein Zusatznetzteil mit in der Tasche? Apropos Tasche, wir haben noch eine sehr, sehr schöne Mikrofasertasche. Schauen Sie sich doch die bitte einmal an. Die ist wirklich schnuckelig. Die ist so schön weich. Mikrofasertasche, da passt dann Ihr Reisebegleiter, Ihr Echtzeitsprachübersetzer wirklich dann einfach optimal hinein. Den kann man dann hier so süß hineinschieben, wie beim kleinen Handy. Man zieht es zu, und hier vorne haben wir tatsächlich auch noch mal eine integrierte kleine Tasche. Da können Sie dann auch noch mal vielleicht den Schlüssel verstauen oder den Anhänger, was Sie auch immer dabei tragen. Und die hat wirklich eine unglaublich tolle Qualität. Da verkratzt auch nichts. Durch diesen Henkel können Sie die auch vielleicht an den Schlüsselbund hängen oder nehmen Sie einfach so schön mit. Also unglaublich hochwertig und qualitativ wieder gemacht, Carsten. Ja, finde ich einfach klasse. Ja. Gerade in so einer Strandtasche, wenn du mal unterwegs bist oder was, da kommt vielleicht auch mal ein bisschen Sand rein. Man kennt das, so eine typische Urlaubssituation. Man läuft mal am Salzwasser vorbei. Das mögen solche Geräte natürlich auch nicht. Schützen Sie die ganz einfach. Sie werden wahrscheinlich auch eine Hülle um ihr Handy wahrscheinlich drumherum haben. Also, macht ganz einfach Sinn, vielleicht hier, und das machen übrigens die meisten auch, die Tasche und das Netzteil einfach nochmal mit dazu zu bestellen. Natürlich. Ja, macht insofern Sinn, weil man es eben jederzeit wieder aufladen kann und dass das Teil geschützt ist. Aber so ein Universalübersetzer, den hätte ich auch schon das eine oder andere Mal gebrauchen können. Auch wenn ich jetzt vielleicht eine Sprache lernen möchte, ist das ein optimaler Unterstützer. Ne? Und alles zusammen kommt tatsächlich auch versandkostenfrei. Wir sehen hier nochmal auf dem TV-Sonderpreis hier im Einspieler 142,49. Und damit sind Sie wirklich optimal gesichert. Ne? Also ein ganz, ganz tolles Produkt. Ich bin unglaublich begeistert. Und diese Mikrofasertasche, da sage ich Ihnen auch nochmal die Bestellnummer. Das ist PE3808569. Und bestellen Sie am besten alles zusammen, denn das ist, denke ich mal, das Beste, was Sie machen können. Viel Spaß beim Bestellen. Damit.